31 schon tragen. Wow. Bist du deppert? Das habe ich gar nicht geklaut. 531, da kann er richtig viel schleppen. Schwerlastratte. Schwerlastratte. Das ist ja schön. Schwerlastbeutelratte. Na, Grießkram finde ich ja wirklich super. Schreibt mal Grieß. Beutelhackfresse. Beutelhackfresse, super. Schreibt mal Grießkram mit langem I oder mit kurzem? Mit langem. Mit langem I. Beutelhackfresse. Das ist auch ein schöner Name. Schwerlastbeutelhackfresse, wie wär's damit? Ist Schwerlast der Vorname? Schwerlastbeutelhackfresse, genau. So machen wir's. Schwerlastbeutelhackfresse. Und jetzt. Oder grießcremige Beutelhackfresse. Grießcremige Schwerlastbeutelhackfresse. Das wäre doch ein Name, oder? Das klingt jetzt wie eine zoologische Einteilung. Ein Exemplar einer grießcremigen Schwerlastbeutelhackfresse. Aus der Familie der Hackfressen, Untergruppe Beutelhackfresse. Ja doch, das ist schön. Grießcremige Schwerlastbeutelhackfresse. Mal schauen, wie viel Zeichen der Name haben darf. Das geht sich hier nicht aus. Ein dreizeiliger Name. Den siehst du schon aus der Luft beim Drüberfliegen.